Hallo, moin moin. Hallo, herzlich willkommen, ihr Lieben. Es geht weiter. Wir fliegen zum ersten Boss. Heute wird gekämpft. Alle, die Kämpfe sehen wollen, kommen bitte heraus und schauen zu. Und alle, die sehen wollen, wie Wanderer stirbt, auch kommen! Ja, und alle, die sehen wollen, wie Spock auf die Mütze kriegt, genauso. Bin ich echt mal gespannt, was das wird. Also es ist auf jeden Fall die Brutmutter, so viel kann ich schon mal Das verraten. hört sich in der Spinne oder so an. Jo. Zumindest auch von dem Bild her würde ich das als Spinner einschätzen. Ja. Dann hoffe ich mal, dass deine Resistenzen einigermaßen sind, Wanderer. Meinst du? Ich gucke lieber mal nach. Ich komme nicht mit. Zeitlich, zeitlich. Nee, ich habe 24, das ist nicht viel, aber. Mal gucken. Ich bin wahrscheinlich sowieso eher am schnellsten tot. Ach, da unten. Ja, wir müssen zu diesem grünen Turm da hinten. Ja, ich weiß nicht, ob das auch vom roten Turm oder vom blauen Turm ginge. Keine Ahnung. Also, nur wie gesagt, da die Grünen sind. Ja. Ja, wäre es logisch, zumindest. Ich hoffe, mein Feibel überlebt das. Also ich werde meinen Flattermann so parken, dass er nicht in den Teleporterkreis drin steht und nicht Aha. Ja, mitkommt. ich nehme meinen auch nicht mit rein. Na, dann werde ich meinen auch nicht mit reinnehmen. Dann sterben wir alle. Wir können ja hier auch Homing Pigeon benutzen. Hier müsste das ja auch funktionieren. Hier klappt das, nur auf Crystal Island nicht. Ja. Hoffe, dass sich das bald reparieren und Update gibt. Hier ist noch eine Kiste. Oh, Mal gucken, Papa, ob wir die komm. schon haben. Ja, Kiste, die nehmen wir doch gleich mit. Wollte Ah, gerade sie ist schon sagen. offen. Mal gucken, ob ich sie auch offen habe. Guck mal, bei mir ist sie auch auf. Ja, Ja, dann ja. haben wir sie schon. Ja. Okay, kann weitergehen. Gerade das Ding da oben an. Ja, dann lassen wir die Vögel draußen, die können wir ja zur Not auch abholen, ne? Denn ich schätze mal, dass das sowieso ein Höhlenbereich sein wird. Ja, ist eine Spinne, die lebt ja nicht irgendwie draußen unbedingt. Ich vermute Was das einfach mal. jetzt Wie gesagt, ich interessant, vermute auch nur. was jetzt interessant zu wissen wäre, ob das ob wir direkt in den Bossraum kommen oder ob wir uns auch erst durcharbeiten müssen. Oder ob wir uns direkt taktisch irgendwie aufstellen können, damit wir gleich vor, hinten und links oder rechts neben den Vieh sind. Können uns ja Rücken Naja. an Rücken stellen, zu dritt. Das weiß ich halt nicht. So ein Dreieck. Ich auch nicht. Also wie gesagt, was die Bosse anbelangt, bin ich auch nicht so informiert. Ja. Weil so ein paar Überraschungsmomente hätte ich ja auch noch ganz gerne. Naja, so ist das. Ich habe auch noch nichts gesehen in dieser Sache. Ich auch nicht. Ich Ich habe auch gucke nicht auch gesucht. nicht. Nee, ich Ich habe auch gucke nicht auch gesucht. nicht. Ich wollte auch mich überraschen lassen. Und wenn mir was vorgeschlagen wird, mache ich es gleich weg. Ja. Solange das so allgemeine Tipps und Tricks sind, okay, Ja, aber. genau. Nein. Links kann mir sowieso keiner schicken. Es ist gesperrt. So, wir sind gleich da, Leute.
Guck mal, da. Monstermäßiges Gerät. Ja, das kriege ich öfters zu hören. Was? Monstermäßiges? Ach so. Du wieder, du. Meine Güte. Ja, müssen wir direkt runter jetzt, ne? Da auf dieses Ding. Oder? Ja, hier sind gerade drei Techies. Die wollte ich mir gerade zerlegen. Ach so. Okay, dann müssen wir die da mal wegnehmen. Komm, verschwinde hier. So, ich denke mal, nur auf dem Podest, da ist... Genau. Weil, wer stellt gerade mal sein Freiwillig hier in den Kreis rein? Ich nicht. Es geht ja nicht um Teleportieren. Ich komme. Wie stelle ich denn jetzt Feivel ein? Warte mal. Verhalten. Folgen aktivieren. Nein. So, ich stehe jetzt hier in der Mitte. So, Wanderer, kommst du mal bitte? Ich muss, wie stelle ich meinen Vogel ein? Mach mal gleich alles. Erstmal was zeigen und erklären. Okay. Jetzt aktiviert ihr das Ding mal. Aber wenn ich jetzt aktiviere, sind wir da schon drin. Einfach nur mal mit E dagegen klicken. Ach so, okay. Du sollst die Sachen ja nicht reinlegen. So, und wenn ihr dann rechts auf Kreaturen seid und ja, anklickt, da steht jetzt nur Raven drin. Moment, wo? Tribut. Ah, da. Ja, genau. Aha. So, und jetzt gehe ich mit Raven hier raus. Ja. Ja. So. Jetzt ist raus, ja genau. Ja. Aha. Genau. Also können die auf jeden Fall. Ja. Sprich, also wird die jetzt, also wird keiner von unseren Kreaturen mit teleportiert. Ja, ja genau. Okay, so. Gut. Ja, wie sieht's aus? Wollen wir? Ja, ich guck noch was, wie Raven eingestellt ist und die anderen. Ja, machen wir bitte bei mir auch. Ich habe zwar, glaube ich, richtig eingestellt auf mein Ziel, aber die können wir ja hier auch rufen. Das geht ja nur in der Crystal Ice als nicht. Greife Ziel an, genau. So, ist richtig, ne? Gut. Okay. Entschuldigung. Dann werde ich jetzt, wenn wir soweit sind. Ich stehe im Teleporter-Radius drin. Okay, Manni auch, ne? Okay. Ja. Dann lege ich die jetzt da rein, die Dinger. So. Ey, was war das? Der Boss. Ach so. Ja. So, eins. Zwei. Zwei. Drei. Und der Schlaue noch. So, drei. Überlebende hochladen. Nö. Ja. Oh. Ah, bist du sicher, dass du die Daten deines Überlebenden hochladen möchtest? Da kannst du deinen Charakter mit auf eine andere Map nehmen. Ach so, das wird deinen Charakter hier im Spiel zerstören. Oh nein, dann abbrechen. Und wie starte ich das Ganze? Ah, es geht automatisch! Oh Mensch! Ich sehe gar nichts. Oh, ich wollte auch was sehen. Ja, dann geh doch aus dem Inventar raus, dann siehst du. Komm ich doch nicht. Das doch, escape. Nein, mach da nicht. Ah, jetzt. Ah, so sieht das aus. Seht ihr? Arena. Ah, da ist schon ein so ein Vieh. Ja, dran, fertig. Moment, das geht so nicht. Oh Mann, die hat ja lauter kleine dabei. Oh, die sind aber schwer. Ei, sind gar nicht so einfach, Leute. Komm her, du. Ey, lass die scheiß Ed in Ruhe, die ist echt interessiert nicht.
Die was? Den Beifang einfach in Ruhe lassen. Ja. Geht weg hier. Ich will da hin. Ich kann ja gar nicht da ran. Ah, ich glaube, ich bin tot. Leute, jo, ich bin tot. Ich habe mich selbst getötet, steht da. Ach, wo muss ich? Moment, jetzt komme ich. Warte mal, die Höhle. Ich könnte hinten auf dem. Nee, wo komme ich denn jetzt raus? Oh, mich hat auch erwischt. Jo, ich gehe nach Hause ins Bett. Moment, Höhle. So. Ach du Kacke. Ja, da sind wir ja gar nicht vorher vorbereitet auf sowas, ne? Mohlengefrisset, das ist ja hart. Ganz schön mengenmäßig viel. Wo ist denn unser Spock? Ist der noch da? Nee, warte mal, wir sind doch, was war das? Ost, ne? Nee, ich werde mal da im Ostmedium wach. Ja, ich schmeiß das jetzt weg hier alles. Da ist kein Bett. Wir haben da keine Betten aufgestellt. Wir hätten da mal Betten aufstellen sollen. Ich versuche nochmal schnell welche zu machen. Ja, das müssen wir jetzt die Teile nochmal haben oder kriegt man die wieder? Das weiß ich nicht, ob wir da wieder rein können. Keine Ahnung. Also ich bin noch auf jeden Fall noch drinne. Ja, okay. Warte mal, ich mach mal kurz. Nee, Steine brauche ich doch nicht. Aber Holz brauche ich. Mach mal ein, zwei Betten. Fasern. Was war das jetzt? Was war das für eine Meldung? Moment, kurz. Dass ich getötet wurde. Ja, oh, schade. Das war doch heftiger, als wir erwartet haben, oder? Also, ich bin auf jeden Fall zu Hause. Nur habe ich jetzt natürlich. Ja, die Hälfte hatten wir, aber irgendwas. Ja, irgendwie. Man hatte das auch jetzt nicht so richtig schön im Blick. Ist das der Grüne? Ja, die Kleinen haben mich, glaube ich, getötet. Die kann man gar nicht so außen vor lassen. Mal schnell Betten bauen. Das geht gar nicht. Da fehlt noch was. Irgendwas fehlt. Leder. So, dann machen wir. Da können wir nämlich. Na, ich weiß nicht, ob wir da wieder rein können. Nur wahrscheinlich mit den entsprechenden Dings wieder, ne? Das heißt, wir müssten noch mal in diese Höhlen. Ja, erstmal gucken. Ich renne da mal hin. Ich will das mal eben wissen. Bist du in der Nähe? Ich hoffe. Ich bin nicht in der Nähe, ich bin zu Hause. Ich wollte eigentlich Betten mal. Ich bin gerade durcheinander jetzt. Dass wir da vielleicht sogar das eine oder andere Bett hinstellen. Das, liebe Leute, das müsst ihr uns nachsehen. Das ist einfach so, dass wir uns nicht spoilern und einfach gar nicht wissen, was wir da tun. Ja, genau. Also das ist wirklich so. Und wir haben nicht geguckt. Wir wollen es auch gar nicht gucken, weil wir wollen es ja selber spielen. So, und in dem Fall haben wir denn. Ich suche noch nach einer Waffe, die ich nochmal mitnehmen könnte. Warte mal, das könnte was sein, ne? Eine Pumpe wird uns ja nicht weiterhelfen. Der Pico oder so. Du hast eine Pico. Die reicht doch schon fürs Erste. Wir werden auch nackig da hingehen. Jetzt war das doch recht weit zum Laufen, ne? Oder? Ja. Dann würde ich jetzt doch den kleinen Pelo nochmal nehmen. Guck mal hier. Oder? Warte mal, Christa können wir jederzeit wiederbekommen. Komm her, Christa, du musst mich jetzt darüber tragen. So, ich bin unterwegs. Ich versuche da auch nochmal. Ich auch. Bist du denn in der Nähe gespawnt? Ich bin auch zu Hause. Ach, du bist auch zu Hause? Ich bin extra in Ost, da wo wir, oder West. Ja. Gespawnt in der Nähe. Ich hoffe, dass ich den jetzt gleich finde. Also ich mache erst einen Strahl leer, weil ich sehen will, ob ich mich hier ein bisschen ausrüsten kann in den Strahl. Ja, ich habe eine Pike nur dabei jetzt. Eine Lootbox mache ich eben leer, ihr Lieben. Ich flieg schon mal hin. Achso, warte mal, ich muss ein bisschen mehr auf über Land, weil unser Vögelchen ist nicht so gut in der Ausdauer. Das ist
ein relativ zügiger Flieger, aber keine Ausdauer. Bist du das da oben? Hm. Vielleicht hätten wir ein paar Raptoren mitnehmen sollen. Die das ja. Essfeuch platt machen. Das wäre eigentlich eine Idee, ne? Wollen wir jetzt alle noch mal hin? Bock? Ja, klar. Ja, sicher. Ich guck mir das jetzt an. Ich will ja wissen, vielleicht haben wir, ist der Beutel jetzt hier unten auch am Grünstrahl unser Beutel und kriegen ja, das genau. Wieder. Bei den, wir müssen ja auch die anderen Vögel mitnehmen. Was kriegen wir denn hier? Hier kriegen wir bestimmt noch Schrott. Na, komm, ich möchte gerne gucken, was da drin ist. Ups, jetzt habe ich es nicht gesehen. Moment. Gebäude. Ich laufe auch gerade ein bisschen Material in die okay. Falsche Richtung. Also ich fliege jetzt mal drauf zu mit meiner Christa. Kommst du auch mit dem Vögelchen hinterher? Ja, ja. Ach, dann bist hinter dir. Ja, dann sehe ich sie. Ach, du hast Pelagonis genommen. Okay. Ja, die Christa ist leicht ersetzbar. Das ist zumindest für mich. Ihr lacht da wahrscheinlich drüber. Jeder Dino ist leicht ersetzbar. Ja, aber Pfeil kriege ich nicht so schnell. Auch doch. Naja, inzwischen schon. Ich traue mich nur immer nicht. Das ist das Problem. Ja, ich glaube ja. Ich muss mal kurz landen. So. Ja, komm, leveln. Nicht leveln, links. Ja, dann, hier müssen auch irgendwo ein paar Steine liegen. Ja, ich fliege relativ zügig. Also die Hälfte von dem Boss hatten wir auf jeden Fall. Ja. Ja. Okay. Ein bisschen mehr wahrscheinlich noch. Vielleicht sollte ich mich mehr im Hintergrund halten und mit dem Gewehr schießen oder so. Das ist die Kleinen auf die Kleinen, weißt du? Granaten rein. Oder Granaten, ja. Raketenwerfer. Haben wir noch keine Raketenwerfer, ne? Nein, du kriegst keinen Raketenwerfer. Ich möchte Granaten haben. Nein. Der Mond, da muss ich eben doch mein Gewehr nehmen. Ich habe jetzt aber nichts mitgenommen. Ich will jetzt ab nur eine Pika eingesteckt. Ich sehe hier nichts. Ich laufe in die falsche Richtung. Da ist der Grüne. In diesem Spiel gibt es keine Granaten. In diesem Spiel gibt es keinen Raketenwerfer. Nein. Ich werde schon hypnotisiert hier, Leute. Ich schmeiße die Dinger nämlich immer vor meine Füße. Deswegen, huch, was machst du? Nicht darunter, das ist Sumpfgebiet. Du dummer Vogel. Ja, das kommt davon, wenn man ohne Ausdauer da rüberfliegt. Der hat einfach keine. Das kannst du machen, was du willst. So, jetzt fliegst du auch permanent mit Turbo. Ja, weil ich dahin will. Ich muss doch wissen, was los ist. Oh Mann, ey. Na komm, lass wenigstens. Hallo, wach auf, du dummer Vogel. Mann, du bist aber echt dumm, ne? Wie der Herr das Geschirr. Nein, 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 der landet aber. Doch. Der landet blöderweise aber auch nicht. Ich bin an einer bescheuerten Stelle jetzt. Ich kann hier nicht runter, weil ich springe noch in den Tod. Ich kann den Vogel nicht verlassen und ich kann. Sondern ich bringe mich jetzt gerade um. Ist ja auch blöd. Was mache ich denn jetzt? Nee, du dusseliger Vogel, lande doch einfach irgendwo. Hallo. Wann denn? Du kannst dich doch nicht erholen, wenn du nicht landest. Was ist denn das heute? Heute ist echt ein bescheuerter Tag, Leute. Ja, Computerprobleme hatten wir und oder ich. Jetzt komme ich nicht von dem Vogel runter. Der landet aber auch nicht.
mache ich denn jetzt? Ja, er hat keine Ausdauer, geflattert er hier rum. Weiß ich mehr, was ich machen soll. Scheiße. Ja, ich hab's überlebt. Ich spring jetzt in den Tod, das ist mir jetzt egal. Ich bin jetzt unter den Strahl. Kann mich einer hochholen? Ich weiß nicht, ob es einen Weg nach oben gibt. Scheiße, ich muss das mal hier weg. Ich muss einen Weg nach oben geben. Nein, nein, nein. Oh, jetzt, ich war zu... Hau ab, du blöder Fisch. Mann, ich will jetzt nicht gefressen werden. Hier ist das Sumpfgebiet. Bin unterhalb des Dingens, des Obelisken im Wasser. Komm. Ja, ich bin gleich da. Dann werde ich deinen Vogel tauschen und dich dann da rausfischen. Das, du kannst, den kannst du, glaube ich, nicht. Was du da, der was ich alles kann. Ich bin Profi-Pilot. Ups. Ah, jetzt hast du wieder. Ja, gut. Ich kann weiterfliegen. So, hat funktioniert. Ist ja auch nicht mehr weit. Jetzt sind wir gleich da. Ja, warum er sich dann nicht erholt hat, während ich drauf saß, weiß der Kuckuck. Du bist so fett. Ich bin nicht fett. Ich bin ganz schlank. Wieso verwechsel ich dich dann jedes Mal mit einem Bronto? Oh, scheiße, echt, du. So, unsere Vögel sind schon mal da. Hau ab, du Scheißschlange. Guck, ob unsere Strahle da sind. Also, ja, nicht. Nee, hier ist nichts, nee. Hier ist nichts. Wo komme ich denn jetzt hier hoch? Ob wir nochmal rein können, was meinst du? Warte, bin auch gleich da. Aber ich glaube nicht, dass wir nochmal rein können. Warte mal, wo ist denn das? Ach, das ist der Pfeil. Ja, ich habe natürlich nichts dabei. Achso, die Betten. Da müssen wir nicht so weit. Falls wir nochmal rein können. So. Eins. Wo ist denn der liebe Manni? Das geht gar nicht hier. Die kann ich gar nicht aufstellen. Na gut. Ja, ich denke, du bist im Wasser. Ich bin hier gerade nämlich statt Wasser. Nee, ich bin schon hochgekommen. Bin schon wieder oben. Sorry. War jetzt etwas schneller. So, genau. So, hol mich mal hier auf der anderen Seite ab. Ich guck auf den Strahl. Andere Seite. Ja, geradeaus jetzt. Etwas rüber. Links, rechts, links, 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 links. Einmal drehen. So wie du stehst, einmal drehen. So wie du stehst, einmal drehen. Direkt einmal um die eigene Achse. Und jetzt geradeaus. Hier lang, hier lang, hier lang, ja. Hätte nur weiterlaufen müssen. Ups. Wo fliegt er denn jetzt hin? Hast du ihn? Ach, nee, da oben. Ah ja, da oben. Okay, das klappt. So, dann setz mich mal am Vögelchen ab. Danke dir. Bitte, bitte. Oh. Ja, Samus. Ich glaube nicht, dass wir eine zweite Chance haben, oder? Wir versuchen es mal, dann wissen wir es, ja? Ja, Terminal. Ne. Geht nicht, ne? Weil wir müssen bestimmt die Sachen wieder haben. Ja, ja, wir müssen die Sachen wieder haben. Also nochmal den ganzen Kram besorgen. Okay. Ich war auch blöd. Ich hätte die Rüstung drin lassen, die doppelte Ausrüstung im Vogel lassen sollen. Ja, ja. Ich aber auch. Hab das gleiche Spiel. Naja. Aus Fehlern kann man lernen. So, jetzt müssen wir mal gucken. Christa, du musst jetzt hinterherkommen. Warte mal. Wir fliegen jetzt erstmal nach Hause, ne? Hallo? Würde ich sagen, ja. Ja, nützt alles nichts. Ja. Das heißt also, aufmotzen. Wieder alles neu machen, alles besorgen. Jagd unterwegs. Ja. Leder. So, komm, Christa. Jo, das klappt. Vielleicht doch mal gucken, ob uns Metallrüstung machen oder. Man weiß es auch nicht. Ja, wäre vielleicht nicht schlecht, sowas, ne? Also, wir waren nicht schlecht. Die Hälfte hatten wir ja. Ja.
Irgendwas greift meine Dings an. So. Greift meine Christa nicht an. Gar nicht, wenn sie hinter mir herfliegt. Ja, diesmal geht es etwas langsamer, weil Christa hat die Ausdauer nicht so. Bist du denn auch auf dem Nachhauseweg, Manni? Ja, ich nehme nur ein bisschen was mit. Achso. Vielleicht noch ein bisschen Level unterwegs. Ja, okay. Könnte noch was ein bisschen, nützt das denn? Bisschen Leder. Metall läuft zwar bei mir auch ein bisschen durch und im Industrieofen ist auch Metall, aber wir brauchen ja auch ein bisschen Leder wieder. So, eigentlich Leder. Brauchen wir immer alles. Ja. Komm, Christa, wir müssen noch ein bisschen Leder suchen. Ich glaube, wir haben nicht so viel. Weiß nicht, ob das reicht. Wollen wir mal kurz Päuschen machen, Christa? Komm, Päuschen machen. Ja, mach. So, komm. Komm runter. Ja, so. Wenn ich wieder pfeife auf J, dann müsste sie wieder hinterherkommen, ne? Ja. Ah ja, gut. Ich glaube, das reicht schon. Ah ja, das funktioniert. Wunderbar. Ja, ich will nur über den Sumpf. Komm her. Nur das Stück über den Sumpf. So, wenn das doch der leichtere, die leichtere Variante ist, wie ist dann die mittlere und die schwere? Ja. Ich hab, ehrlich gesagt, ich habe mich schon gewundert, wo das drin steht, 10 Animals, also 10 Kreaturen mit reinnehmen. Nee, 10 Spieler und 20 Kreaturen. Oder so, ja. Naja, das wäre dann... Da wurde ich schon stutzig. Ja. Aber das hieß ja, dass wir auch unsere Tiere mit reinnehmen können, die kämpfen ja. Können, ne? Ja, klar. Ja, dann wäre das doch genau die Lösung vielleicht sogar. Aber dann müssen wir vielleicht die Kleinen, die sowieso immer alles auffressen. Wieso? Da ist auch Platz für meinen T-Rex. Meinst du, willst du den Großen damit reinnehmen erstmal? Ja, sicher. Lieber für alles, den... was beißt, geht rein. Hauptsache, wir kommen auch alle wieder raus. Ja gut, das wird schwer. Also Verluste werden wir erleiden. Ja. Hast ja gesehen. Ja, ja. Komm, wir gehen ein Stück runter. Ich glaube, ich werde mal Christa. Also ich würde sagen, wir nehmen alle Killer mit, also hier die ganzen Raptoren mit. Ja, ja, genau das. Aber so wie das dann aussieht, brauchen wir eigentlich nur zu dem roten, unserem roten Turm. Warum meinst du? Da müsste dann der Teleporter auch funktionieren. Ach so, dass wir dann trotzdem bei der... Was ist los, Christa? Warum kommst du denn jetzt nicht runter? Du sollst runterkommen. Ich hab doch... Ach komm, wir fliegen weiter. Christa, komm. Jo, alles klar. Ja, das war unser erster Bosskampf, ihr Lieben. Versuch. Versuch macht klug. Genau. Und mal gucken, wie wir dabei weiter vorgehen. Aber ich glaube, das machen wir im nächsten Video, ne? Unter Umständen, ja. Ja. Erstmal müssen wir uns wieder aufpeppen. Und ich weiß nicht, ob wir das schon im nächsten zeigen können. Das müssen wir mal sehen. Das ist ja doch nicht so ganz einfach. Wo muss ich denn hin? Ja, Christa ist doch ein bisschen... Warte mal, wie sieht denn dein... Christa, lass mich... Ich kann das auch nicht sehen, ne? Warte mal. Ne. Komm, wir gehen. Wir holen uns noch mal ein bisschen Leder, Christa. Vor allem müssen wir aber gucken, ob wir auch alle Artefakte schon haben. Also nochmal haben. Ja, ich glaube, den haben wir nicht. Mein Artefakt könnt ihr euch da aus der Kiste rausnehmen. Ja. Okay. Also wieder neben den Mörsertisch. Okay. Ich habe es nämlich noch nicht in den Artefaktschrank gebracht bei dir.
Wir haben, dann hätten wir den Jäger, dann hätten wir diese, einen haben wir noch, so einen grünen, aber ich weiß nicht, ob wir den anderen grünen haben. Warte mal, bin ich jetzt richtig? Ja, da sind die Redwoods, wir müssen auch da lang. Ja, das kommt hin. Okay. Ja, das ist ein ruhiger Halbflug jetzt. Weil ich weiß nicht, wie schnell Chris da hinterherkommt. Die ist auch auf mittlere Entfernung eingestellt. Wir machen das mal anders. Komm mal runter, Christa. Komm. So, ihr Lieben, ich würde sagen, dann verabschieden wir uns einmal von euch. Ach so, wir haben ja. Nee, haben wir noch nicht. Alles klar. Ganz durcheinander. So, ihr Lieben, wir verabschieden uns von euch. Wir sagen tschüss, macht's gut, habt viel Spaß mit allem, was ihr tut. Vor allen Dingen, wenn ihr Gutes tut. Gut wären Däumchen nach oben, Abo, Glöckchen, liebe, nette Kommentare, konstruktive, sachliche Kritik. Dafür hoffen wir euch auch ganz lieb und wir sagen tschüss. Tschüss. Bye, bye. So. Tschüss und vielen Dank für Abo, Like, die Glocke.